Hallo und herzlich willkommen zu Mesh unter Messer. Wir sind mittlerweile in der vierten Staffel, Episode 6, mit dem Titel Hey Dog. Im Deutschen trägt die Folge den Titel Kimbles koreanisches Café. Man sieht also, man hat sich wieder komplett an den Originaltitel gehalten. Und ja, wir haben es im letzten Mal ja schon erklärt. Wir gucken Mesh jetzt hier live auf Disney Plus und sprechen live darüber. Also es ist eine Art Audiokommentar. Genau. Und wir zählen jetzt zurück. 3, 2, 1, Start. Ja, und jetzt geht die Folge los. Radar guckt die Hubschrauber an und ach, ich mag es. Ja, also wie gesagt, 6. Folge der 4. Staffel, die 78. Folge überhaupt. Mhm. Und ja, sie ist ursprünglich ausgestrahlt worden am 10. Oktober 1975. Wenn man mal überlegt, die Serie ist echt schon alt. Ja, aber die ist, das ist tatsächlich eine Serie, die immer noch funktioniert. Das finde ich faszinierend. Die ganzen Sitcoms, die man so kennt, die funktionieren nicht mehr, aber das funktioniert noch. Wahrscheinlich, weil das hier schon sehr historisch ist. Weil es in diesem Rahmen spielt. Ja, aber vor allem, weil es halt ein paar echt moderne Ideen hat, finde ich. Ja, das auf jeden Fall auch. Also ich meine, wenn ich mir überlege, die transfeindlichen Witze zum Beispiel bei Becker oder Cheers oder all diesen Dingen, das findet hier halt in dem Maße nie statt. Klar, es wird hier benutzt als Maßnahme, um aus der Armee entlassen zu werden, aber ja, du verstehst, was ich meine. Es werden natürlich Witze darüber gemacht, aber trotzdem ist der Umgang mit der ganzen Sache feinfühliger und irgendwie auch sympathischer, als das ja heute noch manchmal gemacht wird. Ja, eben. Und vor allem in den 80er, 90er Jahren war es ja richtig, ganz schlimm. Richtig. Ja. Und eben auch andere Themen, eben psychische Erkrankungen, posttraumatische Belastungsstörungen, all diese Sachen. Ja. Das ist, na gut, genau. Ich meine, klar, für diese Generation war das noch viel näher. Also eigentlich von der breiten Masse her viel näher. Aber trotzdem, ich finde das fantastisch, dass wir wirklich Themen sehr erwachsen behandeln, wo wir teilweise in den 90ern viel, viel weiter zurück waren. Ja, man kann höchstens der Serie vorwerfen, dass die Entwicklung für die Figuren selbst ja sehr, sehr langsam vorangeht. Also heute hätte man eine ganze Staffel, die sich wirklich mit den psychologischen Problemen dieser Figuren beschäftigt. Hier hast du eine Folge von 22 Minuten. Und danach muss halt alles wieder gut sein. Ja. Aber, na gut, das war halt damals so. Das kann man der Serie, glaube ich, nicht vorwerfen. Ja, wir sitzen gerade am Kartentisch und einer unserer Mitspieler hat ein Problem mit seinen Ohren. Und er hat im Prinzip Dr. Google befragt, ohne Dr. Google zu haben. Das sieht man auch, die Serie war wieder ihrer Zeit voraus. Ja, das ist dieser Kimble übrigens, der im deutschen Titel vorkommt. Mhm. Tja, und dieser Typ ist ein bisschen. Mhm. Also er stiehlt die Armee, um ein Café zu Hause aufzumachen. Kimbles koreanisches Café. Großen K. Ja. Hawkeye sagt natürlich auch, die Tischtücher kommen vom Ku Klux Klan. Ja. Er versucht jetzt also BJ und Hawkeye auf seine Seite zu ziehen. Weil er Unterschriften braucht. Genau. Und er fragt nach Potter und nach Burns, aber ja, die will ich bei so Betrügereien auch nicht mit reinziehen wollen. Nee, ich glaube, bei Potter hast du da tatsächlich auch echt wenig Chancen. Ja, Henry, kannst du sowas unterjubeln? Bei Potter sieht die Sache schlecht aus. Genau. Ich meine, Frank sowieso nicht.
weil Frank ein Arsch ist, aber ja. Ja, wir haben eine Duschszene von Vader und Klinger. Ja, Und Klinger trägt eine echt sexy Badekappe. Badekappe. Und Raider hat gesagt, das hat gehört, dass General MacArthur nie schwitzen würde, auch unter den Armen. Ich stell dir das mal vor. Und Klinger antwortet, ja, dafür hat er bestimmt ein paar einfache Fußsoldaten. Ja. Und jetzt kommt auch der Vater noch rein und bringt das Gerücht mit sich, dass in der Nähe des Camps Scharfschützen gesehen wurden. Und dann fällt auch schon der erste Schuss. Und der Vater, noch angezogen, hüpft zu Raider unter die Dusche. Ja. Dieser schöne, entsetzte Gesichtsausdruck. Ja. Henry wäre jetzt in dieser Situation auch wieder panisch überfordert, aber Potter telefoniert ganz ruhig und Und er freut sich jetzt schon drauf, dass er Leute zusammen scheißen kann. ja, er ist irgendwie sympathisch. Ja, ich mag ihn. Vor allem, weil er ist halt wirklich ein Vorgesetzter, den du ernst nehmen kannst. Ja. So, jetzt sind wir wieder im Messezelt und Pierce und BJ lernen. Was ist ein Lieutenant? Lieutenant Jeeves? Ich hab's schon wieder vergessen. Also, sie lernen einen Besucher kennen, der eine merkwürdige Uniform trägt. Schotter, oder? Ja, also Chivas kommt angeblich von der 29. Brigade. Das sind Briten. Aber, Also auf der Armbinde steht York. Also ist auf jeden Fall irgendwas ja. Britisches. Aber sag mal, ihn kennt man doch auch irgendwie, oder? Den Schauspieler? Cheers. Der Schauspieler ist Ted Hamilton. Da muss ich jetzt mal nachschauen, weil der Name sagt mir auch etwas. Also der Schauspieler war Australier. Ja. Aber nur kurz um meinen Gedankengang von eben. Seine Uniform passt nicht zu dem, was er behauptet. Tatsächlich ist das scheinbar eine ziemlich zusammengestückelte Uniform, die so im Koreakrieg überhaupt nicht hätte vorkommen können. Ja, Ja, also und auf Ted. jeden Fall hat der Typ ein Problem mit einem eingewachsenen Fußnagel. Oh, der Arme. Ja, das ist halt ernsthaft eklig. Ich hab das auch ab und zu mal. Und ich Ich. glaube, wenn du da die ganze Zeit in Army-Stiefeln rumläufst, ist das echt Das nicht ist cool. widerlich. Ja, ich kenne das auch. Ja, also Ted Hamilton hat auch wieder in ganz vielen Serien und Filmen mitgespielt. Und irgendjemand hat gerade das Mikroskop geklaut. Passiert. Mikroskop. Jetzt müssen sie natürlich ein neues besorgen. Und Potter ist wieder süß. Es ist sein dritter Krieg. Er hat sofort erkannt, dass es ein eingewachsener Zehennagel ist. Er hat mehr britische Zehen als amerikanische Hintern gesehen in seinem dritten Krieg. Ja, während Beecher jetzt mit dem C allein gelassen wird, muss Hawkeye auf die Intensivstation, in die dieser Vorgesetzte mit Qualm der Zigarre reinkommt. Aber sieh's Das macht aus, immerhin. ja, das macht ihn aber gleich viel sympathischer. Er ist auf jeden Fall da, um einen seiner Leute zu besuchen, der eben im Lazarett liegt und Hawkeye hat an ihm operiert. Ja. Der gefreite Mumford. Ja, aber er spricht den falschen Patienten an. Also so gut kennt er seine Leute. Ja.
Fersen aus einer seiner Rippen sein neues Kinn gemacht. Und Frank sagt eben ja ganz locker, ja, das ist hier so üblich. Ach. Ja, natürlich ist Hotlips sofort wieder verliebt in den höherrangigen Militärmenschen. Er geht wieder. Weil, was soll er machen bei einem Typen, der komplett eingegipst ist, von Kopf bis Fuß? Aber dann hat er natürlich auch irgendwas, das er von Hawkeye will. Und sie sehen eine sehr lustige Szene. Raider kniet vor Klinger. Klinger natürlich im Kleid und Pulli und passender Mütze. Und der Colonel guckt gerade ganz entsetzt hinterher, als die beiden aufgeregt das Zelt verlassen. Ja, das für Hawkeye total normal ist. Er versucht gerade seinen Faden wiederzufinden. Falls ihr euch manchmal hier über Nebengeräusche wundert, ja. Wir lassen einfach laufen, damit die Folge und unsere Folge parallel ist. Das heißt, ihr kriegt uns hier ungeschnitten und unzensiert mit. Da passiert sowas halt mal. Was ihr gerade gehört habt, war mein Babyfon. Ich habe mir nämlich ein Babyfon gekauft, um meine Türklinge zu verstärken. Bedauerlicherweise überträgt ihr auch das komplette Treppenhaus. Ihr habt also gerade meinen Vater pfeifen gehört. Das hat man nicht gehört. Man hat nur so ein bisschen Rauschen gehört, glaube ich. Aber gut zu wissen. Wir merken gerade, dass uns immer mehr Gespei fehlt, also alles Mögliche fehlt halt. Das ist ja schon immer so gewesen, aber es fehlt halt immer mehr. Ja. Währenddessen sitzt Kimble in seinem Zelt und poliert sein Schwert. Das klingt falsch. Weil BJ, ich glaube, BJ vermutet schon einiges. Mm. Er bietet ihm jetzt an, dass sie dafür sorgen, dass er seine Unterschriften kriegt und nach Hause kann und will dafür ein neues Mikroskop haben. Mhm. Und Kimble ist ganz wütend, dass das Mikroskop geklaut wurde. Was hat er alles durchmachen müssen, um für uns dieses Mikroskop zu klauen? Ja, und er hat aber seine Dekoration für sein neues Café schon voll fertig. Also da sind überall so kleine Goldtempel und Goldbilder und Zeug und Sachen. Eigentlich ja. Sehr hübsch für so ein Militärzelt. Ja, das. Und vor allem, warum hat er ein einzeln bewohntes Zelt? Warum hat er kein geteiltes? Welchen Rang hat er nochmal? Sergeant, ja. Gerade als Sergeant. Aber erstmal kriegt der Colonel eine Spritze in den Arsch. Ja, er kriegt erstmal Penicillin. Mhm. Und ich habe nicht ganz verstanden, was er hat. Ja, das haben sie nicht so ganz gesagt, aber wenn er Penicillin kriegt, dann hat er vermutlich mindestens ein etwas Zucker oder sowas. Ja, genau. Ja, weil er hat auch gesagt, dass diese Behandlung muss bitte außerhalb der Akten stattfinden, weil sonst gerät er in große Probleme. Und Hawkeye bittet ihn einfach, dass er ihn nie wieder ohne Hose sehen muss. Es ist auch wieder hier der Unterschied zwischen Text und deutschen Untertiteln. Teilweise wieder komplett andere Sachen. Fantastische Szene, der Colonel ist gerade losgefahren. In dem Moment fängt es wieder an zu schießen. Und Hawkeye und die anderen ducken sich natürlich, schmeißen sich in den Dreck. Er bleibt völlig cool. Ach, Zivilisten. So, und jetzt spielen Frank und Margaret Karten. Spielen sie Strip-Poker? Ich weiß es nicht. Ich sehe kein Geld. Mhm. Aber wir hatten ja gesagt, wir wollen mal ein bisschen aufpassen auf die Jahreszeiten. Also es scheint warm genug zu sein. Ja, Margaret sitzt hier im T-Shirt. In der letzten Episode hatten wir echt eiskaltes Scheißwetter. Immer wieder interessant, wie die Timeline in dieser Serie ist.
Aber Margaret zieht Frank richtig ab. Ah, okay, also sie spielen nicht Strip-Poker, aber er schuldet ihr jetzt 3 neue Paar Strumpfhosen. Natürlich kann Frank es nicht lassen und spricht sie auf den Panzerkommandanten an, ob sie ihn attraktiv fand. BJ klopft und Frank flüstert direkt, die versuchen uns wieder zu erwischen. Wir tun doch gar nichts. Sie wollen jetzt von Frank die Unterschrift für Sergeant Kimball holen. Nein, Frank will nicht fälschen. Auch wenn wir ihm sagen, dass es um einen Mikroskop geht. Und wir versuchen ihm gerade ein schlechtes Gewissen zu machen für die Verletzten und wir brauchen das doch. Ich gebe einen Scheiß auf die Verbündeten. Ein guter Doktor ist unser Frank. Ach, ein guter Mensch sowieso. Ja. Tja, Hawkeye ist ja aber auch nicht so ganz diplomatisch. Also er schreit natürlich Frank sofort wieder an. Ja, und, gut, aber. Ja, gut, ist verdient und trotzdem. BJ sagt auch, Frank wütend zu machen hat nichts gebracht. Hawkeye sagt aber auch, er hatte intelligentere Gespräche mit Leuten, die er obduziert hat. Das verstehe ich gut. Und da kommt wieder der, sagen wir bitte. Zehennadel. Sie wollen jetzt natürlich Chivas nutzen, um ihre Pläne durchzukriegen, aber erstmal bekommen sie guten schottischen Whisky. Ich vermute, es ist Whisky. Ja. Und da schießt wieder der Heckenschütze und. Aber bis jetzt hat er nur den LKW erwischt und nicht die Flaschen. Flaschen, das ist doch schon mal gut. Also es ist unter direktem Beschuss. Hatten wir auch schon das ein oder andere Mal, aber andererseits ein Scharfschütze, der einfach wild in die Gegend ballert und jetzt hat er die erste Flasche erwischt. Ja. Ach Gott, das tut weh. Und die zweite. Ja. Also er ist kein guter Scharfschütze, aber er kann trotzdem Schaden anrichten. Und Hawkeye beschwert sich gerade, das waren noch Kinder, die waren erst 8 Jahre alt. Ja. Vader versucht gerade Potter einen Drink zu servieren und erschrickt sich natürlich so fürchterlich. Potter selber völlig unbeeindruckt, immer noch. Ja, und Vader im Stahlhelm. Ja, und Vader hat Angst. Ach. Vader wird jetzt beauftragt, doppelt so viel Angst zu haben, damit er das für Potter übernehmen kann. Ah, na, es war Scotch, kein Whisky. Okay. Oh, und jetzt zuckt Potter doch. Jetzt gehen sie alle in Deckung, weil die Scheiben durchschlagen wurden. Ja, und es wird ein Plan geschmiedet, die Kavallerie zu rufen. Und die heutige Kavallerie, das sind die Panzer. Es geht auch nicht darum, dass wir mit dem Panzer auf irgendwas ballern. Es geht nur darum, dass der reine Anblick schon den Scharfschützen wahrscheinlich. Also im Deutschen sagt, weil er ein paar Zentimeter freundlich zu ihm war, soll dieser Colonel gerufen werden. Im Untertitel steht, weil ich ihm bei der Unterleibsgrippe geholfen habe. Eine schöne Umschreibung. Ja, Rainer, also wir holen jetzt den Typen, der gerade den Tripper noch hatte und damit der mit seinem Panzer auftaucht und uns hilft. Tripper John MD. Tja. Jetzt wird Hawkeye natürlich fies, denn der Scharfschütze
gefährdet die medizinischen Unterlagen. Die Akten könnten nämlich öffentlich werden, genau, wenn man nicht hilft. Und schon rollt der Panzer an. Er fährt nicht durch das Schild Best Care Anywhere, er fährt daran vorbei. Und die Straße führt diesmal auch daran vorbei. Das war sonst doch anders, oder? Naja. Sind wir sicher, dass es nur ein Schild gibt? Nein. Also es kann ja sein, dass das Camp mehrere Eingänge hat. Das wollte ich damit sagen. Ja, kann gut sein. Wobei das da jetzt so aus wie, naja, wer weiß, wie es drumherum aussieht. Ich glaube, das ändert sich auch immer wieder. Es ist ja ein mobiles Camp. Aber da ist der Panzer. Ja, wie segnet man einen Panzer? Ich glaube, Gott sei Dank dürfte reichen. Sie kriegen also den Panzer jetzt mal für 24 Stunden ausgeliehen. Genau. Und Hawkeye gibt dem Colonel einen kleinen Hinweis. Oh, es tut mir sehr leid, Ihre Krankenakte wurde beim letzten Angriff zerstört. Sie ist komplett verbrannt. Ach. Und daraufhin kriegen wir den Panzer gleich für eine ganze Woche. Genau. Ja, eine Hand wäscht die andere und eine Geschlechtskrankheit. Naja. Und jetzt geht's wieder zum Kartenspielen. Wir haben den Father, BJ, Hawkeye, Klinger, Radar und Kimble wieder. Genau. Weil es gibt ja noch hier eine Handlungsebene, die wir noch auflösen müssen. Genau, und sie haben die Unterschrift immer noch nicht. Und sie müssen wahrscheinlich auf Folter zurückgreifen. Ja. Aber Frank... Oh nein, das ist keine gute Idee, Frank. Nein, Frank versucht, Margaret zu beeindrucken und sagt, er hat mit so einem Panzer auch schon mal geübt bei seiner Militärausbildung. In Fort Benning. Also klettert er da rein. Ganz ehrlich, ich würde bei dem Loch schon Platzangst kriegen. Ja, nee, das würde tatsächlich noch gehen, aber so ein Panzer ist halt auch echt nicht so einfach. Ja gut, das auch. Er drückt jetzt einfach wahllos irgendwelche Knöpfe. Margaret, an deiner Stelle würde ich da weggehen. Ja, oh, er startet. Geh aus dem Weg. Aber Frank lacht wieder sein Frettchenlachen. Oh. Ja, jetzt muss Margaret auch doch ein bisschen schneller aus dem Weg gehen, weil Frank fährt und macht Bumm, Bumm. Nein, nein, also bei mir macht er Bumm, Bumm, also als würde er schießen. Und er zielt immer auf Margaret. Falsche Richtung, da geht's zu den Damen duschen. Und Margaret evakuiert die Frauendusche. Genau. Weil Frank weiß nicht, wie man das Ding zum Stehen kriegt. Und dann also deponiert die Dusche. Den Panzer, ja. Margaret warnt die Pokerrunde, denn Frank steuert genau auf sie zu. Hier haben wir noch eine Action-Szene, ein Abrollen und das Zelt wird auch niedergemäht. Ach, Frank ist echt ein Idiot. Ja. Und ich meine, wie so ein Panzer von selber stehen bleibt, das dauert eine Weile. Ja. Und aber Potter kommt zur Rettung. Ja. Er stellt sich mit seinem Jeep in den Weg. Aber ja, Frank weiß ja nicht, wie er anhalten soll. Das war bestimmt ein Stunt-Double, dass da aus dem Jeep gesprungen ist. Ja. Und der wird jetzt auch platt gemacht. Der Colonel guckt ein bisschen... Naja gut, aber was hat er denn auch erwartet? Ich meine, Margaret hat ja gesagt, er gibt auch, wie süß. Er gibt dem Truck einen Gnadenschuss, weil das von seinen Pferden gewöhnt ist. Das ist ein Detail, das war mir entgangen. Das habe ich vergessen. Mhm. Aber es passt herrlich zu ihm. Nachdem Frank endlich geschafft hat, den Panzer anzuhalten,
bekommt er erst Applaus und dann Haue. Ja. Von vielen Leuten, auch von mehreren Schwestern in Handtüchern. Ja, und es wird in den Trümmern gesucht, was man noch brauchen kann. Denn Frank hat echt eine Schneise der Verwüstung. Oh, Potter ist sauer. Ja? Mhm. Aber Hawkeye springt ein und sagt, der Panzer fuhr von alleine los und Frank hat uns alle gerettet. Tja, und so kann man auch eine Unterschrift erpressen. Es ist liebevoll unter Überredung, keine Erpressung. Genau. Ja. B-U-R-N-S. Irgendwie finde ich diese Porzellantasse, mit der Margaret Frank füttert, merkwürdig. Die passt da nicht rein. Aber es zeigt halt, wie liebevoll sie sich um ihn kümmert. Ja. Er ist ja auch der große Held, der hat ja den Panzer gestoppt. Der, ja. Gut, damit sind wir durch mit der Folge. Das war's. Ich fand sie tatsächlich ganz witzig. Sie ist nichts Besonderes, aber sie war lustig. Ja. Also ich würde tatsächlich 7 von 10 Gnadenschüssen geben. Ja. Hatte wieder mehrere Handlungsebenen, die jetzt alle nicht so besonders aufregend waren, aber unterhaltsam. Also ich würde sagen, ich gebe 6 von 10 Penicillin-Spritzen. Okay. Dann danke ich euch fürs Zuhören. Es war wie immer eine Ehre. Es war wieder sehr schön, Dela. Und ja, schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir eine Folge Mesh sezieren. In diesem Sinne. Tschüss. Bis dann. Ciao.